Ich begrüße euch hier zur nächsten Folge von Omsi. Ich hatte es ja in der letzten Folge schon so leicht gesagt, dass ich eigentlich mal wieder Bock drauf hätte, mit dem guten alten O405 zu fahren, dem Hochflurer aus dem Citybus Add-on. Und das tun wir ganz einfach mal. Wir sind heute auf Rheinhausen unterwegs. Die Karte hatte ich letztes Mal auch angesprochen, also quasi schon vorangekündigt, was ich hier heute mache. Wir haben den Bus schon so vorbereitet, wie ich ihn gerne hätte. Wir haben hier eine Commerzbank-Werbung, eine etwas ältere auf dem Bus. Weiterhin haben wir ganz tolle Radkappen hier noch drauf. Ebenso die neuere Ticketmaschine, also den neuen Ticketdrucker. Wir haben Vollverglastüren. Und hier sehen wir nochmal das Buch, was wir alles so einstellen können. Natürlich haben wir keine automatischen Türen, sondern Türen, die ich selbst steuern kann, bis auf die letzte, logischerweise. Eins wollte ich noch tun. Und das ist das Wetter etwas einstellen. Ich hätte heute nämlich gerne einen sommerfrischen Tag bei angenehmen, naja, sag mal nicht 31 Grad, das ist ein bisschen viel vielleicht, sag mal bei 23 Grad. Auch das ist was ganz Feines, da können wir hier dann nämlich so ein bisschen die Dachluken aufmachen und die noch so. Machen wir die mal mittig. Ja, weiterhin bei dem Bus ist ja ganz schön, dass man hier so ziemlich jede Klappe, die man hier an diesem Fahrzeug hat, auch öffnen kann. Auch hier hinten geht das entsprechend. Hier vorne, das hier können wir hoch machen. Wir können hier beide Seiten noch aufmachen. Für die Leute, die das Fahrzeug hier jetzt nicht mehr so genau können. Wir können natürlich auch hier an der Seite das öffnen. Und ganz wichtig natürlich auch, natürlich die Klappen hier an der Seite. Also hier vorne die kleine, die mit den Griffen jeweils nicht, aber ganz natürlich hinten die Motorklappen geht auch natürlich. So. So wie sich das gehört. Genau. Dann wollen wir jetzt erstmal unsere Ticketmaschine vorbereiten. Wir fahren heute die Linie 41, stehen hier nämlich auch schon in Juliansberg am Waldhof. Anmeldung, Linie 4100, Route 01. Ist das die richtige Route? Ach so, das sehen wir ja gleich erst. Wir müssen ja hier getrennt schildern. Wir fahren Linie 4100. Bitte warten. Wir warten. Route A ist Richtung Reinhardshof Freiheitsplatz. Das ist die richtige Route. Wir haben hier auch die Matrix entsprechend drin, also die Vollmatrix Flip oder die Flip-Dot-Vollmatrix. Gibt ja noch verschiedene andere Typen. Genau, also sollte das richtig sein. Heißt, wir starten Juliansberg Waldhof und fahren dann rum. Haben noch 6,5 Minuten, da werde ich gleich nochmal ein bisschen vorspulen. Die Zeit, können uns eigentlich auch das Fenster so ein bisschen aufmachen und schon mal ein Motor starten, dass der schon mal hier ein bisschen pumpen kann. Türen machen wir nochmal zu. Ich weiß gar nicht, ich würde gerne nochmal gucken, wie der liebe Bus mit halbverglasten Türen aussieht. Ich wollte Doors drücken. Ja, das sieht er halt nochmal ein Stück älter aus. Also ich finde, mit vollverglasten Türen sehen die Busse irgendwie moderner aus. So ein ähnliches Fahrzeug haben wir hier sogar in meiner Umgebung noch rumfahren. Das ist zwar kein O405, sondern O405. Wobei doch, es ist ein O405. Es ist ein Hochflurer, also muss es ja der O405 sein. Der O405 in der zweiten Variante, also den gibt es ja dann den O405N und den O405N2, aber der N2, der ist ja Niederflurer, also ist es sogar so einer. Allerdings hat der vorne eine einflügelige Tür. Ist allerdings keine Überland-Variante, der hat einfach nur die einflügelige Tür. Steht zwar O407 drauf auf der Tür, allerdings ist es trotzdem O405. Also O405G. So, 1, 2, 3, 4, 5. Spulen wir mal vor. Und dann wollen wir doch mal hier losfahren. Also wie gesagt, ich bin schon ewig nicht mehr mit dem Ding gefahren. Eins weiß ich allerdings noch, dass ich hier noch was umstellen wollte. Das nicht, aber das hier stelle ich mir immer gern noch ein Stück weiter ran. Und dann können wir jetzt auch los.
typisch Hochflugbus ist dann natürlich etwas lauter, aber dafür haben wir hier sehr schöne Stadtbussitze noch drin. Ich bin letztens wieder mit dem O407 gefahren, weil die fahren bei uns in der Gegend auch noch. Und der hatte so bequeme Sitze, also da dachte ich mir, da wurde Komfort früher noch groß geschrieben in den Überlandwagen. Das hat man ja auch heutzutage nicht mehr so unbedingt gegeben. Wenn man die ordentlichen Überlandsitze drin hat, dann schon noch. Hat man allerdings die Stadtbussitze drin, dann kann man das vergessen. Guten Tag. Hallo. Ist da gerade eine Stadtbahn lang gefahren? Huch. Tatsache, da fährt sie da hinten noch. So. Das weiße Repaint mit dem gelben Kommerzmarkt passt sogar halb noch nach Rheinhausen. Fehlt eigentlich noch das Blau. Aber, naja. Wie gesagt, ist auch noch eine alte Werbung, also auch noch mit altem Logo und was nicht alles. Ja, ist aber auch ein alter Bus, also darf da auch eine alte Werbung drauf sein. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der Bus schaltet automatisch. Sollte er eigentlich. Hallo. Guten Tag. Nee, Fahrt 1 ist schon richtig. So ist richtig. Jetzt sind wir an dem richtigen Ziel. Ja, und irgendwie hat es doch auch immer noch was mit Hochflugbussen zu fahren. Das ist irgendwie auch nochmal was Schönes. Hat irgendwie so was Altes, Nostalgisches so ein bisschen. Obwohl ich ihn erstmal neu installieren musste, weil irgendwie hat er ein Problem gehabt. Warum auch immer, ich weiß nicht ganz, was es war. Was er für einen Fehler hatte, auf jeden Fall wurde er nur ganz komisch angezeigt. Von daher einmal bei Steam rausgenommen und wieder reingefügt. Und schon hat es wieder alles funktioniert. Ich hätte gern eine Tageskarte. Eine Tageskarte. Eine Tageskarte ist das da. 5,70. Gibt auf jeden Fall erstmal. Sind wir bei 6, 7, 8. So, ich hätte auch 2x2 geben können, allerdings habe ich das zu spät realisiert, dass bei der 2 ja die 1 ist. Wir haben ja keine Eurokasse drin. Nächste Haltestelle, Dänische Straße. So, ich muss noch erstmal überlegen, welche Linie will ich hier fahren, die wir bisher noch nicht gefahren sind. Denn... Ach, wir fahren gar nicht über Julianberg, das ist ja schade. Wir fahren direkt zur Arminstraße. Aber immerhin haben wir Ansagen, das ist auch schon mal was wert. Ja. Leider haben wir auch keine Innenanzeige in diesen älteren Bussen. Die wurden damals scheinbar auch überbewertet. Sowas musste nicht unbedingt sein. Ansagen müssen da reichen. Hauptsache, wir haben auch eine Stoppanzeige. Hallo. Hallo. So. Das machen wir nochmal zu. Ey, ich fahr hier schon. Kannst du doch nicht einfach noch fahren, das geht so nicht. Das steht nicht im Programm. Nächste Haltestelle, Bertramdamm. Umsteigemöglichkeit zur Stadtbahn. Also ich muss schon sagen, es hat schon was, dass wenigstens die Ansagen hier funktionieren in diesem guten alten Fahrzeug. Tja, haben wir Rheinhausen auf der Gasbetriebe scheinbar Fahrzeugmangel, dass sie den alten Kram hier wieder raussuchen müssen, dass der hier wieder fährt. Hallo. Eine Kurzstrecke. Hallo. Eine Kurzstrecke. Eine Kurzstrecke. Ist das da? Ach, da steht sogar Bertram da bis zur Preußenstraße. Dankeschön.
Bitteschön. Und nochmal eine Kurzstrecke. Auch für Sie nur bis zur Preußenstraße. Weiter geht's dann nicht mehr. Finde ich aber cool, dass der das anzeigt, bis wohin man dann fahren darf. Das macht es quasi für den Fahrgast oder für den Fahrer noch einfacher, wenn es dann heißt, ja, wie weit komme ich mit einer Kurzstrecke, einfach anklicken. Haltestelle, Elisabethenstraße. Und dann sieht man es auch schon. Ja. So. Aber ich muss ja sagen, diese Busse hier, die fahren ja in Realität gerade in meinen Gebieten noch ziemlich häufig. Die Hochflurbusse, sei es ein O405 und O407, das sehe ich eigentlich nahezu täglich. Einerseits ist es natürlich schön, wenn man noch so die doch alte, aber trotzdem noch zuverlässige Technik noch sieht. Aber irgendwie, wenn man dann quasi so einen Bus mitten von C2 sieht, ist es auch irgendwie komisch. Das ist dann auch immer etwas, naja, fragwürdig. Gut. Ich hatte mich übrigens vorhin vertan. Die hintere Tür, also die dritte Tür, muss man doch selbst steuern. Das funktioniert noch nicht über "ich gebe sie frei". Aber naja, gibt Schlimmeres. Da gibt es weitaus Schlimmeres. Da haben wir das gute Ding. Auf der 41. Ein Schlenki am Sonntag vielleicht auch nicht unbedingt das, was hier nötig ist. Im Einsatz, aber ich wollte eigentlich mal wieder Schlenki fahren mit dem. Weil Solobus, das ist ja eintönig. So, haben wir gleich wieder einen schönen Gelenkbus. Und ich weiß gar nicht, ob das auch einer ist, wo die Achse vom Gelenk betrieben wird. Oder, weil es ein Hochflurbus ist, ob da auch die zweite Achse betrieben ist. Das weiß ich gar nicht. Also, ob es ein Schubgelenkbus ist oder nicht. Das wäre mal interessant zu wissen. Aber naja, ändert am Ende auch nichts dran, dass wir mit dem Bus fahren müssen. Und unsere Leute sich ans Ziel bringen müssen. Trotz unseren 3 Minuten Verspätung, die wir jetzt schon haben. Was natürlich auch nicht wirklich schön ist. Also jetzt so ein bisschen das Gegenteil zur letzten Folge. Hier ist es nicht so entspanntes Fahren. Hier ist es jetzt fahrplanorientiertes Fahren und Zeit reinholen. Aber wie wir sehen, geht das trotzdem noch ganz gut. Hier will keiner mit, also können wir durchdüsen. Hat auch seine Vorteile. Spart uns wieder Fahrzeit. Mein Kollege da vorne. Nächste Haltestelle, Preußenstraße. Die gute alte Preußenstraße. Na? Unsere Leute, die eine Kurzstrecke haben, wollen wir gar nicht raus. Was soll denn das? Das dulde ich nicht. Die fahren länger, als sie dürfen. Mit ihrem Ticket, aber es ist Sonntag, also... Sonntag und schönes Wetter, da dürfen sie ausnahmsweise mal ein bisschen weiterfahren mit der Kurzstrecke. Aber nicht zu weit, sonst gibt's Ärger. Aber ich bin ja kein Kontrolleur, ich muss sie ja nicht rausschmeißen. Ich muss ja nur fahren. Muss ich ja gar nicht tun. So, was sagt denn die Temperatur im Bus? 22 Grad, das ist in Ordnung. Großartig mehr kann ich eh nicht tun, ich kann hier noch das ein oder andere Fenster aufmachen. So, mach mal ruhig mal alle Fenster auf. Die gehen. Haben wir hier ein älteres Fahrzeug. Also ist immer ganz schön, wenn man ein bisschen mehr Durchzug hat. Solange es noch geht. Also bei denen gehen die Fenster meistens noch auf, weil sie ja, wie wir sehen, selten eine Klimaanlage haben. Wobei ich manchmal ganz witzig finde. Nächste Haltestelle, Hoher Garten. Danke, liebe Ansage. Wenn ich hier sehe, unsere Citaro 1 und ich glaube auch viele Facelift, gerade vom Regionalverkehr, die haben keine Klimaanlage. Die haben auf dem Citaro einfach eine Schraube. Und dann kommt da so ein O407 lang gefahren, der hinten drauf eine Klimaanlage hat, wo man sich denkt, klasse, der alte Bus hat eine Klimaanlage, den neuen aber nicht mehr. Irgendwie passt das nicht so ganz. Da freut man sich dann umso mehr, wenn man einen O407 kriegt. Es sei denn, man ist etwas... gehbehindert und hat dann halt einen Hochflurbus. Das ist dann nicht so schön, da ist man dann auf Hilfe vom Fahrer angewiesen. Hallo. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Eine Tageskarte. Oh, Omi, da darfst du den ganzen Tag mitfahren. Das freut dich bestimmt.
sind wir jetzt bei 6, bei 10. Ach ja, irgendwie mag ich den Bus. Auch wenn ich jetzt so privat keinen Bezug zu ihm habe, weil ich mit so einem Bus eigentlich nie gefahren bin. Also nie mitgefahren bin, um das mal so zu sagen. Finde ich trotzdem ganz cool. Bettelmarkt. Mit dem U405 bin ich früher auch immer ganz gern noch gefahren, als dann ein neuer war. Weil ich finde, der hat auch einen schönen Sound. Auch durch diese Module Aufbauweise, wo man halt viel ändern kann, was bei dem Bus ja, wie ich letztes Mal schon erwähnt hatte, quasi als erstes Fahrzeug da neu kam, hatte der auch gleich noch ein bisschen mehr an sich. Von daher war das eigentlich schon ganz cool, mit dem zu fahren immer. Die Angewohnheit, hinten die Tür mit der Freigabe aufzumachen. Aber es will eh keiner rein, also können wir das auch wieder zumachen. Und weiter geht's im Programm. Wer wollte da raus? So, jetzt wird aber nicht nochmal angehalten hier. Da hat sich jemand etwas später zu entschieden, auch wenn er wahrscheinlich erst an der nächsten raus wollte. Das ist mir in solchen Sachen egal, wer so früh drückt, der kriegt dann noch einen extra Halt. Wer hier so früh drückt, da wird er nochmal angehalten und der darf dann gleich an der Haltestelle raus, auch wenn er erst an der nächsten wollte. Ich weiß gar nicht, ob wir Anschluss jetzt haben. Entweder nächste Haltestelle oder am Hauptbahnhof könnte es sein, dass wir Anschluss haben. Hallo. Hallo. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte. Einmal Standard. Dürfen Sie bis zum Theaterplatz fahren. Interessant. 2,20. Also gibt das jetzt hier 50. 80. Sind wir bei 3. 10. 5, 7, 9, 10. So, passt das. Hatte ich mich glatt verrechnet. Aber wieso darf ich nur bis zum Theaterplatz fahren? Bei dem Standardticket. Das ist komisch. Nächste Haltestelle: Domshof Rathaus. Das muss mir erstmal einer erklären. Zum Stadtverkehr der RVB sowie zur Stadtbahn. Zur Altstadt und zum RVB. Ah, ich glaube, wir haben hier Anschluss. Bitte hier aussteigen. Sieht zumindest stark danach aus, wenn da ein Bus steht. Oder wir haben doch erst dann den nächsten Anschluss, wenn er jetzt abfährt. Hallo. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Standfahrkarte. Dankeschön. Bitteschön. Einen Einzelfahrschein, bitte. Eine Standardfahrkarte. Bitteschön. Ja gut, wir sind aber auch 2 Minuten zu spät. Also von daher wäre sogar ein Anschluss ganz gut. Weil dann wären wir wenigstens nicht mehr allzu zu spät. Oder allzu viel zu spät. So, wollen wir mal hier ein bisschen auf die Tube drücken. Aber wie gesagt, wenn, dann ist sowieso nur an der am Hauptbahnhof jetzt wahrscheinlich noch Anschluss. Mehr wahrscheinlich dann auch nicht. Lieber Bus, du hast Texturen. Lade sie bitte auch. Zumal da drüben gerade auch noch ein Bus steht, also könnte es durchaus sein, dass wir Anschluss hätten. Hallo. 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 Guten Tag. So, das würde natürlich auch die leicht in die Knie gehende FPS erklären, wenn wir hier Anschluss haben.
So, da kommt schon der erste Bus, der jetzt hier schon wieder wegfährt. Was bist du? Du bist eine 31. Und ich habe jetzt die Ansage unterbrochen. Ja, ich weiß. Ich will gucken, was das für Fahrzeuge sind. Dann bist du eine 51. Du bist auch eine 51. So, wollen wir mal hier halten. Und mal in den Plan gucken. Wir sollen schon abfahren. Die 51 wartet noch. Die Frage ist, auf wen wartet die 51?